Feuerberggipfel, E13. Feuerberggipfel, E14. Oh nö. Schon wieder auf einer Falle getreten. So, wir sind oben. Ist das... ist er das? Der Gipfel vom Feuerberg? Ich glaube ja. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist das enorm viel Lava. Das hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Au, au, au. Das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig an diesem gefährlichen Ort sein. Beeilen wir uns. Halt! Huch, was ist das? Es ist so dunkel geworden. Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Was? Da verstehst du etwas falsch. Wir sind unschuldig. Wir wollten doch nur hier durch. Pein. Versteht ihr? Pain. Schmerz. Naja, gucken wir uns das altdeutsche Wort. Also es ist alles in einem, ne? Daraus ist irgendwann Schmerz geworden, keine Ahnung warum. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ein Lavados. Ich bin Lavados, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweihen. Macht euch auf etwas gefasst. Oh nein. Jetzt müssen wir auch noch gegen Lavados antreten. Ja, tschüss. Jetzt geht das wieder los. Pilipa-Portal. Muss ich jetzt den ganzen Berg von unten anfangen? Können wir nicht einfach beim Gipfel anfangen? Das ist doch... Nee. Bitte. Nee. Ach nö. Oh Gott. Ach komm. Ist an jeder Ecke ein Pokémon. Okay, weiter geht's.
Na toll. Weil das Ding auch genau auf der Treppe ist. Ah. E3. Hört doch mal auf. Nidorina wurde durch die Attacke Funkenflug von Karmaub im Dungeon Feuerberg ohnmächtig. Ja, wir machen einfach nochmal, als wäre das gerade nicht passiert. Können wir nicht beim Feuerberggipfel anfangen? Ich will nicht unten anfangen, das ist doch Quark. Wir hätten noch ein Zwischending. Warum müssen wir dann unten anfangen? Ja, greif doch mal an, Torrenter. Dreh dich doch nicht nur. Ne, Moment. Jetzt sind mich hier veräppeln. Jetzt geh doch mal weiter. So. Cool. Unnötig war das jetzt. Nidorina erreicht Level 22. Können wir nicht jede Ebene einfach wieder Pokémon auffrischen, aber wir mit 3 weitergehen hier. Ist doch alles unfair. Thank you.
Weiter geht's. Besiegt. Besiegt. Pfiffchen wurde durch die Attacke Intensität von Karmaub im Dungeon Feuerberg ohnmächtig. Einfach nochmal. Geht der hier eh nicht anders. Wir können uns ja nur durcharbeiten nochmal. Und es macht keinen Sinn, mit Hydropi und Neko nochmal nach oben zu tigern. So, weiter. Treppe. Weil die Pokémon werden ja auch stärker. Pfiffchen erreicht Level 28. Das heißt, irgendwann schaffen wir es. Mein Level ist gestiegen. Klasse. Ja, komm. Jaula einfach weg. Na, Jaula weg. So, E3. Da Gegner, ach da. Ja, so viel Pokémon sieht man es manchmal nicht. Genau. Levelausstieg für Purenta, Level 33. Mein Level ist gerade gestiegen. Und versucht Nachttyp zu erlernen. Nehmen wir Zornklinge weg. Geld? Nein, du gehst bitte da rein.
nicht wegen einem Item durch die ganzen Dungeon noch rennen. Das ist Quatsch. Das macht man auch nicht. Ja, greif doch mal an. So. Irgendwie will gar kein Pokémon gerade mit uns laufen. So, Orienta, bitte heilen. Gucken wir noch schnell besiegen. Und dann können wir trotzdem keine APs heilen, weil wir keinen Top-Äther haben. Ah, jetzt will ein Pokémon mitnehmen. Komm. E6. Und noch Magby. Gut. Ja, ja. Knatsch. Autsch. Geh bitte einfach weiter, wegen deiner Verbrennung. Das muss ja nicht sein. Moment, da haben wir es, Top-Äther. Pizza ist wieder voll. Jo. Kein Apfel. Das kann natürlich hier dann nach einer Weile ein bisschen böse enden.
Vielleicht gibt es auch irgendwie keine Äpfel. Und Porenta besiegt. Nein! Oh. Warum hat es denn so viele Kraftpunkte? Ja, genau, jetzt ist es besiegt. Meine Güte. Nein, nicht dahin. Erstmal wieder mitnehmen. Oh Gott. Macht denn das gleich so viel Schaden? WTF? Okay.
Naja, hier war schon Akani. Wetterlage hat sich normalisiert. Ist klar. Nein. Ey. Pfiffchen wurde durch die Attacke Gifthieb von Galoppa im Dungeon Feuerberg ohnmächtig. Ach nee. Dann halt noch mal. Natürlich immer gut, gleich am Anfang verbrannt zu werden. Immer ein bisschen im Zurückhalten. Weiter geht's. Jo. Ist immer gut, natürlich die mitzunehmen. Ach da. Ist klar. Nein, geh runter. Also manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel will mich doch auch verarschen. Jetzt genau andere Dinge macht als ich.